Alter, Nase putzen. Ja, genau so ist das. Es geht los! Es geht los! Nein, bei mir noch nicht. Bei mir noch nicht. Doch. Geht los! Es geht los! Oh mein Gott, ich bin so gehypt! Es ist die beste PR-Agentur! Nummer der Welt! Ah! Ja, oder auch nicht. Oh mein Gott, das Xbox-Logo! Ah! Was ist das? Life is Strange! Life is Strange! Oh, okay. Die kündigen neue Xbox an, cool. Es ist wirklich Tomb Raider! Nein, es ist ein Bär. Oh mein Gott, es ist ein Tomb Raider Halo Crossover. Halt die Klappe! Hui! Beste Line-Up ever! There are those satisfied by common pursuits. And those for whom the extraordinary will never be enough. So ask yourself. Oh. Hier sofort! Ah! Hallo! Or will you leap? Wow, es ist mir der Stream abgestürzt. Wow, Firefox ist so ein Haufen Müll. Lass mal Chrome. Ich habe einen Tomodachi Live Bleistift. Von Microsoft. Wer ist das? Ist das Prey? Das ist Gears of War, Mann. Ist das Turok? Das ist der Typ von Bard's Tale, glaube ich. Boah, Flash ist so ein Haufen Müll. Oh mein Gott! Sorry. Das war leider relativ cool gemacht. Naja. Du bist ein Fanboy, du hast nichts zu sagen. Klappe. Das war nichts. Scheiß Intro. Ich bin kein Fanboy. Das ist ja wohl eine Frechheit. Psst. Oh, Bonnie! Psst. Sie spricht. On behalf of everyone here at Xbox, it is an honor to welcome you to E3 2015 and to continue the tradition of what this show has always been about. The characters, the games, and the stories that people love. In 2015, we are delivering the greatest games lineup in Xbox history. A lineup that includes new and innovative IP, groundbreaking indie games, blockbuster franchises, and of Yay, course, indie games. The best exclusive game launched this year. Indie! So let's start today with the first Halo game. Thank you, that's right! Oh yeah, Halo! Halo! That's where I want to hear the Halo! Built from the ground up for Xbox One. Hola! And the game that fulfills both the promise of the Halo universe and the power of Xbox One. Master Chief, hero or traitor? Oh, Bingo. Master Chief! Wow, der ist auch wieder drin. Liebe Master Chief! Epic und der Spartan Lock. Ich bin so happy. Oh, Dark Samus! Epic Scale. This is Halo 5 Guardian. Wow, es gibt Epic Battles und Epic Scale. Ich kann schon nicht mehr. Ja, weil episch und so, das muss man immer nutzen. Das ist ein Internetwort, das ist toll. Also, episch ist mindestens jetzt schon bei 3 Punkten. Trailer! We're about 0631 this morning. Master Chief was declared absent without leave. I'm a Spartan now, sir. Holy shit. I know who you are. Yet now you hunt another Spartan. The greatest of your clan. Every other Spartan, every soldier, when they hear about this, they're gonna hate us. You know that, right? You're not the only one here because of him. So now, the Covenant's final stronghold. That is where you'll find the Master Chief and the Guardian he seeks. Let's move. Bale, keep an ear on comms. Affirmative. Buck, Tanaka, defensive positions. I will never bow to infidels! Langweilig! Zieh durch die Iron Sights! Locke, we sure the Chief came this way? Let's see. Activating the Artemis.
Ohne 360 Warum ist immer so scheiß lang? Gotta read it. Bail. Scheiß langsam durch das Ding laufen. Deswegen zeigen sie keine PC-Spiele, da kannst du nur Das ist cineastisch. Wirklich. Ich finde das aber relativ hübsch. So. Ich weiß nicht, da kann ich flimmern. Nico hat das erste Mal, was wir tun, das Kantenflimmern gemeckert. Ich mach das auch bei Halo. So. Darfst du auch. Siehst du? Läuft das Spiel in 720p? Nee, 600. Sind das 60 Bilder pro Sekunde? Ja, das ist halt so schlimm, Alter. We've been fighting for this moment a long time, Bale. The Covenant's finally breaking. Seit Splatoon kann ich übrigens nicht mehr mit einem normalen Analog-Stick-Shooter spielen. Ich meine, das konnte ich vorher auch noch nicht, aber jetzt ist es recht schwieriger. Kannst ja Microsoft fragen, ob ich Kinect-Steuerung einbrauche. Nein! Kinect ist auch so verbraucht. Ich muss allerdings zugeben, ne? Und da mache ich mich vielleicht bei den einen oder anderen unbeliebt, aber ich habe Halo Singleplayer, hat mich nie geflasht. Also, das könnte jetzt anders werden vielleicht mit Halo 5, aber vorher war das immer so, Halo 3 war der einzige coole Singleplayer, ansonsten der Rest ist eher so meh. Ja, das endlich ist Halo Call of Duty mit cineastischen Einlagen, geskripteten Momenten. Mein Gott, darauf habe ich gewartet. Moment. Ja. Kleine Skripts gab Ja, aber das hier doch nicht. Alles okay. Vor allen Dingen, warum ist denn diese scheiß Helmeinschränkung? Ich meine, das nervt mich ja jetzt schon. Also das Funkot ist aber immerhin mal wieder in der Mitte. Die haben Halo gefixt. Finally. Ja, aber muss das denn wie so ein Helm? Also ich meine, das beschneidet. Also. Das haben sie bei Halo 4 zuerst gehabt, oder? Ich meine, das ist bei Metroid Prime im Sensor-Visor-Ding auch zu sehen, aber dann im da schießt du halt nicht. Das war in jedem Halo-Teil ab 2, dass das so, Aiming-Ding irgendwie weiter unten war. Tanaka, help Bale. On your feet, Spartan. Hoffentlich kann man diese Befehle auch in seine Kinect-Bar einsprechen. Und dann werden Nein, ich glaube, ich glaube, von Kinect werden wir in den nächsten 90 Minuten nichts hören. Und ich fühle mich Wollen nicht mehr schlecht dabei. Okay, das Jedes Mal, wenn Kinect erwähnt wird, müssen wir ein Bier exen. Oh, hör auf. Wobei, vielleicht mit Chance haben wir nur ein Bier, also von daher. In dem Moment, wo Kinect quasi als tot erklärt wird. Wisst ihr, was ich mir immer so wünsche, dass irgendwann 4K-Streaming modern wird, damit man nicht so viel Komprimierung hat. Hitbox hat heute 4K-Streaming angekündigt. Ja, sehr gut. Gute Jungs. Ja, und der Bitrate letztendlich. Hitbox ist sowieso Quark in der Hinsicht. Nein, ich gucke hier auf Source, aber irgendwie, weißt du? Ah, du weißt es ja selbst. Ich weiß, was du meinst. Du siehst das ja. Ja. Weil jedes Spiel braucht einen Bogen oder eine Armbrust. Ja, das Problem, was ich gerade habe, ist, dass ich das... Jedes Spiel aus 2012 braucht eine Armbrust oder einen Bogen. Wieso? Ja, nö, aber... Weiß nicht, ist halt ein bisschen Halo 4 optisch grundsätzlich eher, ne? Die Source kann ich knicken, dann gehe ich wieder auf... Nee, wollte ich aber auch gerade sagen, das sieht nicht aus wie ein Halo, das sieht aus wie ein Killzone irgendwie. Ja aber Halo 4 war ja auch so Destiny. In die Richtung, ne? Ja, Halo 4 ja, schon Destiny einfach. Schon, 3-4-4-Dings. Aber wenn ich sowas wie Halo Reach angucke oder Halo 1 und 2, das hat ja nichts mehr damit zu tun. Der Aufbau. Okay, diese Moves, die da auch teilweise sind tatsächlich irgendwie Destiny, oder? Ja. Nee, ja. Wieso kämpft man jetzt eigentlich gegen die Bionicles? Also das sieht ja schon ein bisschen mehr nach Halo. Das sieht eigentlich jetzt ein bisschen mehr nach Halo aus. Ja, das stimmt. Oh, ATSTs gibt's auch. Du hast Halo gespielt, oder? Ich hab Halo 1 gespielt und Halo 2 und ich mochte beides nicht. Halo 1 mochte ich damals im Multiplayer, den Singleplayer habe ich nie Wenn du Halo Reach nicht gespielt hast, darfst du hier eh nicht mitreden. So. Ja, das ist auch der einzige Teil, den ich mir noch kaufen will, nochmal, um ihn zu spielen. Dann spiel ich sogar mit, aber in dem Wellenmodus, der war super. Oh, mein Geburtstag! Yeah. Wirklich? Wirklich? Ja! Da hat die Bonnie aber was für dich übergehabt, oder? 27.10. ist mein Geburtstag. Von Teil 4 habe ich nur die erste Mission im Singleplayer gespielt und dachte mir so, Ich habe leider keine Ahnung, wer das ist.
You'll control two distinct Spartan squads. Ich hänge hinterher. Led by Nein. The other by ich aktualisiere mal. Jetzt habe ich now was anderes aktualisiert. The epic scale of Halo's campaign carries over to our multiplayer experience. Ich will nur kurz anmerken, dass Tweets wie Halo ist Kacke und so ein Scheiß nicht reinkommen. And massive environments that are Nein. four times the size of Moment, any was? Previous Halo map. What you're about to see is a giant leap for Halo multiplayer, and it's playable here at E3. This is Warzone. Epic. Halo multiplayer ist jetzt Open World. Ja. Yeah. Und 24 Spieler, das ist viel wichtiger. Ich muss Quests annehmen. Ja. Halo multiplayer ist jetzt einfach Destiny. Aber ja, cool. Titanfall. Gut. Guck, Titanfall. Ja, was soll's. Sei doch. Ich freue mich darauf, dass irgendeiner dann sagt, oh, das sieht aber aus wie Battlefield, das ist aber geklaut, weil Battlefield hat Fahrzeuge erfunden, vergessen. Nein. Halo Warzone gibt's schon seit Teil 3. Ja, Halo hat also schon jetzt hier nicht, ne? Aber ich warte halt nur darauf, weil das wird wiederkommen. Genau. Die Aussage. Aber ich finde das... Also... Ganz kurz, 24 Spieler insgesamt oder 24 gegen 24? Was wollt Sieht ihr schon ein bisschen sagen? Imposant aus. Steht mal ja, insgesamt. Eben. Okay. Weil das sieht schon ziemlich cool aus. Warte mal, verstehe ich das jetzt richtig? Das ist ein Modus mit zwei Warzone. Teams, die durch Spieler gesteuert werden und Xbox eins mit CPUs exclusive. Oder was? Genau. World Premiere. Ich muss mir echt mal ein Halo kaufen. Ah, eine Weltpremiere! Forza. Ah! Ich liebe die Welt! Microsoft Studio Presents. Nein, das ist doch Forza. Ich sag Forza. Ich bleib bei Forza. Ich Nein! Kein immer Forza. Da, ja. Das sieht nicht wirklich wie Forza aus. Es ist Destiny 2! Es ist eine neue IP. Es ist ein DLC für Destiny. Ja, exklusiv für Xbox One. Das ist Cameo 2. Oh Gott. Oh. Ein Inafune-Spiel? Oh. Was? Oh! Moment. Dann wird's nicht fertig. Moment, das war nicht nur der Supervisor. Ja. Dann wird's nicht fertig. Jetzt sind wir auch wieder in Time. Wo haben die den denn eingekauft? Kickstarter. Ja. Ich mag das Lied. Ich würde sagen, noch kein Gameplay gesehen, aber schon jetzt wirkt das interessant. Ich weiß nicht, sieht aus wie ein Kurzfilm. Boah. Wall-E. Ich spiele eigentlich Videospiele auch für den Gameplay, 2. Aber das ist halt so mein Ding. Nee, Moment, hab ich noch was. Moment. Ach, verwechselt. Ich will kurz anmerken, eine weibliche Protagonistin. Wow, what? Das ist so eine Sache, die ich nicht aber verstehe. Sie ist nicht schwarz und sie ist nicht übergewichtig. Also, ja, egal. Aber sie ist, glaube ich, auch nicht geschminkt. Das ist wieder ein Pluspunkt oder so. Und natürlich ist es ein Shooter. Kann mir jetzt eigentlich jemand sagen, ob das jetzt wirklich der Erfinder oder der Macher von Metroid ist oder ob sie da jetzt Nein, Metroid haben? Prime. Das ist von den. Da arbeiten Leute mit, die an Metroid mitgemacht haben. Aber okay. Inafune Prime ist doch ein Playtester. Der Typ von Mega Man, oder? Der Mega Man? Ich weiß nicht. Der Typ, der den Kaffee gemacht hat. Kenji Inafune. Darf jetzt auch Sandwiches machen. Keine Ahnung. Google das bitte mal, Mann. Ich hab den Namen in meinem Kopf. Haben wir gerade tausendmal gesagt. Ach komm, wir haben doch hier unsere Leute. Twitter Power. Das ist der Typ. Nein. Das ist der Typ, der jetzt gerade Mighty No. 9 verkackt und ein Minecraft-Kostüm-DLC angekündigt hat. Und jetzt also, macht er anscheinend das. Ja, aber die haben doch gesagt, Macher von Metroid Prime. Ja, nee, Mitarbeiter von. Aber ah, ist das ja von Retro Studios, wer weiß. Ja, und dann ist jetzt Donkey Kong einfach. Ich würde jetzt einfach ganz gern Gameplay sehen, um zu sehen, ob es wirklich Metroid Prime auch ist, so quasi. Das ist halt die Sache. Ein RTS oder so. Ja. Oder ein Point-and-Click-Adventure. Ha! Recore. Indie. Ladies and Gentlemen. Das glaube ich nicht. The head of Xbox, Phil Spencer. Kapsel, uhu. Bop, 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 bop. Philly Boy! Oh, nicht Phil Spencer! Das ist der bisher sympathischste Xbox-Chef, den sie haben. Das heißt noch nicht viel, aber ist critical to our platform success. We're proud to partner with Inafune-san, Mark Pacini and the teams at Comcept and Armature Studios Stimmt. to create Head. Recore, an exclusive new first-party franchise also ex-Retro Studios Leute da wahrscheinlich.
Oh. Ihr habt Franchise First gesagt. Ja, und First Party. Also es ist wirklich exklusiv. Gamers at the center of everything we do. To build the best platform and most reliable service for both gamers and developers. And to enable teams to push the boundaries of creativity, technical innovation, das Spiel von and Retro Studios. Today, you will see how we're continuing to invest and innovate for gamers across our platform, our service, our devices, and of course, our games. Anchored by first-party exclusives, we'll see a lineup of games. Der Chat beschwert sich wegen Twitter-Tool in Gameplay und Trailern. Also würde ich das eigentlich, da haben die irgendwie schon ein bisschen recht. Da würde ich das nicht einnehmen. Ja. Christian? Ja, das ist okay. Okay. Mich stört sowas nicht, aber okay. Since the launch of Xbox One, we've listened to you. Das heißt, Twitter-Reaktionen, wenn gelabert wird. So. Genau, also jetzt. Das interessiert ja eh keinen, das ist eher nur bla bla bla, an epic scale game of MMORPG proportions with procedurally generated environments. You can play together with your friends anytime you want. Consistently at the top of your request list. And while we weren't sure it was possible, today I'm pleased to announce Xbox One backward compatibility. Aber die Blinkennamen in Trailern sind gut, oder? Oh, was? Aber was heißt das? Ist das über der Konsole? Muss alles neu kaufen? Warte, das wird er jetzt sagen. Aber das ist ehrlich gesagt ganz schön groß. And the games you want to continue to be play will be playable natively on your Xbox One. Natively? Moment. Ja. What? Mit Disc. Kein Neukauf. Das ist ziemlich hart. Er hat natively gesagt, hat er Disc gesagt? Ja, dann nicht. Native heißt nur, dass es auf Please welcome Mike Ibarra, head of our platform engineering team, to show us Xbox One backward compatibility in action. Mike. Oh, das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich hart. Wenn man jetzt auch noch, wenn das jetzt besser funktioniert als auf der Xbox 360, nämlich irgendwie nur 50% der Zeit. Warte mal. Xbox 360 titles will start showing up automatically in your game library on Xbox One. And retail discs will work as well. Put your disc in, download the game, and you're ready to go. Ah. Let's take a look. Oh, das ist voll cool. One of my favorite Xbox 360 Sehr cool. Das this is Mass Effect on Xbox One. Das da heißt, bin ich mal gespannt, ob Sony nachzieht. Heißt das, man kann auch einfach eine fremde... Du, ja, so habe ich das verstanden, ehrlich gesagt. Aber hab ich jetzt auch gerade getan. Und ruckelt das? Da druckelt! Das druckelt extrem! Das Spiel sieht normal... Er sagt was. But better, thanks to the power Würde ich auch gerade sagen, das läuft auf der Xbox auch so beschissen. Xbox, take a screenshot. Deswegen hat man sie auch ausgewählt. You'll get to play multiplayer with your friends on Xbox 360. And you'll get to take advantage of Xbox One features like screenshots, broadcasting, Ach, das geht auch? And game streaming with the Xbox app on Net? Windows 10. We've made this easy for game developers too. Aber mal ganz kurz zum Verständnis. Das heißt, ich kaufe mir die Retail-Disc und dann sagt er, okay, ich habe die Original-Disc gefunden, jetzt erlaube ich dir das Spiel runterzuladen. Das heißt aber, dann kannst du ja noch Christian die Disc testen. Das heißt, es muss in deinem Gamerscore gewesen sein. Genau, das scheint auch so zu sein. Nun, das lässt sich ja auch noch regeln. Okay, zu Weihnachten kommt es. Ja, aber ist doch gut. Aber ich möchte auch ein Xbox-Preview-Member sein. Kannst du sein, wenn du willst. Thanks. Ja, man wird kein Geld zahlen müssen. Interessant. Ja, gut. Bin ich mal. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das erste Mal, dass ich denke, jetzt könnte ich tatsächlich meine PS4 mal austauschen. Na, das ist halt echt gut. Das ist tatsächlich aus. Wow. Wenn jetzt auf Xbox-Spiele gehen würden, was leider nicht geht, das wäre noch besser, aber ja. We know many of you want more. More customization, more precision, and more control in your gaming experience. Let me introduce you to the Xbox Elite jetzt plötzlich so wireless controller coming this fall. Weil am Anfang Leute wie Don Matrick diesen Laden durften anführen. Das ist das Problem. Trailer. Also die Jungs. Okay, Entschuldigung. Die Jungs, die jetzt da was zu sagen haben, sind halt wirklich ein bisschen ordentlicher. Neuer Controller. Den ist ja klar, der ist ja schon angekündigt. Ja, ja. Aber was ist das da hinten gewesen? Das ist wie beim Klavier. Ein Klavier! Aber was hat der hinten dran gehabt? Einen Trigger für irgendwas. P
P20. Oh Gott, das ist 1000 Pro neue Knöpfe. Was zum Teufel ist das? Warum sollte man das während einer Konsolengeneration machen? Was zum Teufel ist das denn alles? Weitere Tasten für nur gewisse Spiele. Ist das gerade ein Pad? Ach du heilige Scheiße. Warum? Ach du heilige Scheiße. Sonos! Ach du heilige Scheiße. Gibt's auch noch ein Rumble Pack. Alter, was ist denn mit denen kaputt? Markus, ich glaube, das möchte ich haben. Wie viele Knöpfe können wir an diesen Controller noch anmachen? Alter, ich finde das gerade ziemlich gut, ehrlich gesagt. Für Windows 10, ah. Ja, Xbox One und Windows 10, aber ich finde das ziemlich gut, ehrlich gesagt. Das ist voll cool. Dass du die Sticks abbauen kannst und alles, das ist ziemlich hart. Ich meine, solche Controller gibt es ja schon einen Tag länger, nur halt eben nicht vom... Offiziell halt. Vom Hersteller selber, aber... Ziemlich... Yay, Todd Howard! Ich fand den gestern extrem sympathisch, muss ich sagen. Oder heute Nacht. Ja. Yay, Fallout 4, ich bin leider ein bisschen gehypt drauf. Aber man merkt ganz, ganz klar, dass sie jetzt so langsam in der Schiene sind, dass sie die Xbox so haben, wie sie, glaube ich, haben wollten. Oder jetzt zumindest haben wollen. Hat nur 2 Jahre gedauert. Und wenn diese Welt ist Fallout, gibt es nichts anderes, was fun zu bauen. In Was? Fallout 4, you experience the events of the nuclear war. Forced to abandon your home, you take shelter in an underground vault. Hatten wir schon. Das Dialogsystem nimmt er jetzt raus, Xbox exklusiv. Nein, nein, pass auf, Kinect. Ja. Pass auf, wir brauchen ein Exklusiv-Feature und ich sag dir, es ist einfach nur Kinect, weil sie dachten, Obwohl, es kommt nach diesem Controller. Vielleicht ist es irgendwas, was exklusiv für diesen Controller ist. Dafür ist das, glaube ich, das falsche Spiel. Ja, aber es ist ein großes Spiel. Das Dialogsystem jetzt mit 4 Buttons. Das ist exakt das gleiche Video, was da bei der Bethesda-PR gezeigt haben. Ja. Deswegen können wir auch labern. Wer übrigens wissen möchte, was er da erzählt auf meinem Kanal, ist die ganze Fallout 4-Präsentation übersetzt. Ja, ist nett. Hab ich gar nicht gesehen. Im Prinzip kommen jetzt auch wieder Tweets rein. So, weil das gibt's halt schon. Wir sollen nicht alle auf einmal reden. Es ist halt oft schwer. Wenn es ein Controller-Trailer ist, dann verpasst ihr auch nicht so viel. Damit nicht gesagt. Und Fallout könnt ihr euch, wie gesagt, jetzt auch direkt einfach angucken. Wahrscheinlich sogar besser. Fallout 4 ist Windows Vista exklusiv. And then you return home to find the family robot still waiting. Abgesehen von den Character Models sieht das Spiel echt gut aus. Ne, die Animationen sind noch so alt und hölzern, finde ich teilweise. Ja, das sind halt dieselben. Gerade vom Hund. Ja, der Hund war echt kacke animiert. Oder nicht kacke, aber einfach auch nicht gut. Ich finde leider, die Charaktermodelle sind im Vergleich zu älteren Bethesda-Titeln total okay. Other people could still be alive too. Sie sehen halt nicht mehr aus, als ob sie Gesichtskrebs haben. Und sie reden jetzt, also dein Hauptcharakter. Der Pitboy wird Xbox One exklusiv. Das fand ich gut. What? Food? Yeah, sure. I need a minute. Einer sagt, der Stream ist zu laut. Entschuldigung, dass ich euch das Gameplay zeige. Außerdem, Christian, einer sagt, ne? Ja, deswegen habe ich einer gesagt. Gut, okay. Ich bin leider trotzdem gespannt auf Voller. Auch wenn ich finde, der Hund sieht echt kacke aus, so, auch so vom Fell. Ja. Das sieht halt echt matschig aus. Besser aus und okay. Der sah auch nicht wirklich matschig aus. Ich glaube trotzdem, dass das Spiel hervorragend wird, aber trotzdem. Oh Gott, ist der Hund wirklich hölzern animiert. Ja, die Sache ist jetzt, ein Hund haben ist das eine, aber muss das so ein riesen Feature sein? Naja, wenn wir das konsequent machen, wird es halt auch so sein, theoretisch, dass du den Hund relativ wieder schnell... Wer schickt da wieder Tweets rein mit dem falschen Style? David. Doch den Style. Was wollte ich gerade sagen? Und zwar, dass du den Hund relativ früh auch im Spiel verlieren könntest, ne? Ja, das weil ich... Das war ja eigentlich immer die Freiheiten, die du in Fallout und auch in Skyrim bzw. Elder Scrolls ja hast. Eine Sache, die wirklich sehr wichtig gestern war zu sehen, wie das Gunplay aussieht. Das Gunplay sieht okay aus, wie ein durchschnittlicher Shooter, etwas clunky, aber es geht. Und das ist eine deutliche Verbesserung zu Fallout 3. Wobei du ja Fallout auch nur in den richtigen Shooter-Modus spielst, wenn es leichte Kämpfe sind. Bei den schweren Kämpfen musst du ja meistens eigentlich auf dieses Vest-System umgehen. Ja, aber weißt du, das wäre schon gut, wenn die... Oh Gott, das Ohr! Oh Gott, dieses Ohr! Well, we do have one idea. Du weißt, so hochgeklappte, das ist sein Hut. Und das ist PC-Gameplay, ne? Wahrscheinlich ist das PC-Gameplay. Naja.
waren da gerade nachladende Texturen? Ja, also wie gesagt, es gab ja die Gerüchte, dass der Teil eigentlich noch für die Xbox 360 und PS3 in Entwicklung war, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Bestätigung, und das sieht man auch. Das werden sie dir nie sagen, aber ich glaube schon halt. Ja. Aber es sieht doch stärker nach Shooter aus. Das sieht jetzt leider absolut nicht nach Fallout aus. Ich weiß auch nicht, warum Hitmarker sein muss. Hatte das Fallout 3? Nee. Ich meine, du hast da oben schon eine HP-Anzeige des Gegners, was dir eigentlich schon gut genug zeigt. Die gab's aber immer. Also in Fallout 3 war sie auch drin. Sie meinten aber halt auch in der Präsentation, dass sie halt einfach das Shooten und so einfach ein bisschen besser machen wollten, ja, dass es sich ein bisschen mehr shootermäßig anfühlen sollte und klar. Ja, sie wollen es der breiten Masse wahrscheinlich mehr aufbinden, aber auf der anderen Seite, wenn das dafür sorgt, dass es sich besser verkauft, kann man auch mehr Budget reinstecken in andere Features. Also mal schauen. Haben, Gott sei Dank, dazu sagen. Ja, wir haben ja sehr viele Nebensachen. Also und es kommen ja noch das Crafting alleine. Als Shooter sieht's echt in Ordnung aus. Das ist das Ding. Was ist deutlich besser ist als die Vorgänger. Wenn was ich schon lese, dass es von der Grafik her nein aussieht, seid ihr dumm? Das ist voll das schöne Spiel. Guckt euch das nochmal an. Nein, Stil und Co. finde ich auch. Ich finde das vom Style und so weiter super schön. Ich sag nur, dass du bei manchen Texturen wie den Hund halt merkst, dass da irgendwo noch die letzte Generation mit schlummert. Das sage ich halt nur. Und sie haben halt die ganzen Tricks von The Order 1886 verwendet. Sieht man gerade, hat man gerade ganz gut gesehen, die ganzen Filter im Hintergrund und so. Das, da holst du ganz gut was mit raus. Nur jetzt hat's Gameplay. Yeah. And you know what? We would not be here. Hätte jetzt bei mir gebraucht, aber but I have bugged them for the last 15 years for one feature I've wanted. And working together it's finally happening. Ooh. As you know, modding is a big part of what we do. Fun. It is, ja, der Text war unten schon. Nee, modding in Fallout 4 auf der Xbox. PC, ja, und Fallout 3 ist auch mit dabei in Fallout 4. Played and shared for free. On Xbox One. PC Mods auf der Xbox. Ja, ist doch gut. Das ist ja auch. Skyrim One ist ein PC. Gestorben die Mods. Und Fallout 3 ist in der Xbox One Version dabei. Und du musst wahrscheinlich wieder für Mods zahlen, weil das System werden die wahrscheinlich nochmal versuchen. Nee, er hat gerade schon gesagt, for free. Ah, okay. Ja. Das machen die nochmal. Oh mein Gott, das ist Peter Moore! Es kommt ein Call of Duty. Sony hat Call of Duty. Zombies. Bitte? Sony bekommt Call of Duty. Alle fragen nach Call of Duty. Ich will euer Geld. Also gibt's zum Beispiel gerade schon sagen, er kommt auf die Bühne und sieht schon so aus wie, ja, ich bin reich. Geld sagt gerade noch hinter der Bühne. So, Moment, geht um EA Access. Mal gucken, ob sie das ausbauen. Ah, okay. Stimmt, da war ja was. Ich erinnere mich gar nicht. EA Access ist wirklich gut. Three simple things. Play first, play more, and play for less. Sollte EA Access heißen. It's the best of EA for $5 a month only on Xbox One. I know a lot of you out there are excited to play our next big title, Madden NFL 16. Ja, Madden, endlich. When it launches on August 25th. Ach so, nee, das ist doch kacke. Die bringen doch Kontrolle raus. Nein. EA Access, you'll be the first to play. Starting on August the 20th. Ja, was haben sie denn jetzt letztes Jahr so alles rausgebracht? Letzter Monat kam FIFA 15 gratis. Nee, ich meine, was letztes Jahr alles rauskam. Will noch mehr? Ich hab noch FIFA 15 auch hier rumfliegen. Ja, aber das ist ja kostenlos auf der Xbox für diese 5 Euro halt. Ich will das neue Need for Speed übrigens nicht. Das ist immer noch von Ghost Games, die können das auch schon. Ich hab auch FIFA 15 für Xbox One. Alles noch original verpackt. Ich hab FIFA 14 auch noch als DLC-Kram irgendwo. Titanfall is joining the EA Access. Ah, Titanfall kostenlos EA Access. We'll start the summer. Yep. We'll start the summer. Das haben sie auch schon angekündigt. Das ja, auch nicht neu. Ja, vielen Dank auf dem PC. Es ist gut. Die DLCs waren auf der Xbox auch gratis. Auf dem PC kostet es aber halt auch irgendwie noch 8 Euro oder so. Ich hab den Laden für 10 gesehen. Now let's not forget. Und das ist auch ein relativ neues Spiel, also kommen wir nicht so. Ja, aber es scheint sich auch als sehr gut verkauft zu haben. Echt? Hat sich? Weiß ich nicht. Hat sich gut verkauft. Wow. Ich hab nichts davon mitbekommen. Aber wer will sich Dragon Age Inquisition holen, wenn er Witcher 3 spielen kann? Ja.
Deswegen ist es ja kostenlos, ne? Naja, für 5 Euro musst du ja bezahlen. 5 Euro im Monat, ja. Aber ich finde das trotzdem, ist eigentlich ein nettes Angebot. In celebration of E3, we're opening up the EA Access Vault to all Xbox Live Gold members. That's right, all 12 titles. Just download the EA Access app on your Xbox One and play as much as you want for free, all week long. Das mache ich doch gleich mal. Ja, aber auch nur eine Woche lang höchstwahrscheinlich, ne? Ja, ja. Ich werde jetzt einen Tag spielen und vergessen. Now, before I go, I've got some news that I think you're really gonna like. Because of your passion for the insanely fun Plants vs. Zombies franchise, I'm excited to announce today Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Yay! Oh mein Gott, ich muss die Rose spielen. Die Rose! This will be the funniest, craziest, most over-the-top shooter experience you've ever played. Ich finde nicht, man sollte von Scherzspielen einen Nachfolger machen. Der war super, Alter. Man sollte von dir keinen Nachfolger machen. Danke. Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 arrives next spring and here is the exclusive world premiere trailer. Thanks everyone. Have a great E3. Trailer. World premiere. Der ist so exklusiv, den sieht man im Internet. Since the dawn of time, plants have protected suburbia from the zombies. But now the world has changed. Sind das da unten nicht dieselben Fonts wie bei Suburbia? Was? Ah, Gamer muss die! Sorry, die Musik kann halt einfach grundsätzlich was. Oh wow, die Rose ist viel zu gut. Oh, es gibt endlich den Mais-Typen. Mais. Sorry, ich will gerne Ingame-Szenen sehen. Ich will wissen, ob das noch hübscher geworden ist, das Spiel. Oh, oder ob sie einfach die Auflösung super. Gehen. Ach, ich werde eh Spaß mit dem Spiel haben, also insofern. Ja, ich will trotzdem Gameplay sehen. Das ist mir gerade echt egal. Naja. Oha. Ich denke mal, wir werden auf der Microsoft EA-Dings erst Gameplay sehen, wenn überhaupt. Ja, das kann gut sein. Ah. Aber ist ja auch okay. Meh. Hey, wahrscheinlich haben sie jetzt Killstreaks eingebaut. The Ford Motor Company sehr cool. Was born freu mich drauf. Track. It's könnt Forza. Propelled the company ja. Into 1966. Das wusstest du instant, ne? Ja, wenn dann auch Forza bin ich, sehr gespannt, ob es jetzt mal richtig gut aussieht. Also 6. Also der letzte Teil war schon schön, aber der soll noch schöner werden, bitte. In the following years, the GT not only went on to defend its championship. Ob gleich wieder ein Auto aus dem Boden fährt. It dominated the decade, becoming a legend. In so alter Tradition, wo Christian sich immer denkt, warum applaudiert ihr alle, da ist nur ein Auto. Ja, die mögen Autos anscheinend. Now. Und es 50th anniversary. Trollen sich in die Hose, wenn sie ein Auto. Pass auf, da kommt der Ford GT, ich sag dir. Das haben sie schon auf der Weltpremiere gehabt. Racing Legacy lives up. Auto! Wusste ich doch. Auto! Aber der ist auch hübsch. Guck es dir an, es ist aus Metall. Carbon, du Vollidiot. Carbon-Metall. Das fällt es runter, auf die Leute drauf und 30 Leute sterben. Das Auto ist so leicht, das passiert nichts. Tut mir furchtbar leid, aber so Supercars mag ich einfach. Ich finde die einfach nur hübsch und geil. Davon habe ich auch zwei zu Hause und deswegen bin ich immer pleite. Die kleinen Matchbox-Varianten, ja, die sind auch teuer, das stimmt. Ladies and gentlemen, sorry, ich finde das Ding einfach geil. Sorry, gut, dass man YouTube-Partner wird, hat man davon zu viele, da verliert man die Faszination. Thank you. Ich finde das auch immer schön, dass bei so einer Pressekonferenz ein Auto runterfährt. Ja. Das ist Tradition, wenn sie Forza haben. Henry Ford der Dritte. Das ist mein Lieblingsvideospiel. To bring the Ford GT to everyone. Thanks, Henry.
Forza Motorsport 6 is the most beautiful, the most technically advanced and the biggest. Der arme Dan macht auch seit 10 Jahren nichts anderes mehr als Forzas zu präsentieren, ne? Xbox One. Sein Job. Erinnere mich an kein einziges Forza ever, außer 5. Und Horizons, jawohl. Ja, hat er das auch präsentiert? Jaup. Hm. Ui, Feuerwehr. Ich möchte leider nie wieder ein Nicht-Open-World-Forza spielen. Auto! Christian? Ja, ich kann nicht, was soll ich machen? Er muss sich das Auto angucken. Ich tue ja keine neuen mehr rein. Ich mache ihn einfach kurz aus. Das war der vorletzte. PSS-FPS Realism! Wenn es okay. Nicht 4K ist, können die direkt wieder gehen. Ja, das ist dann nicht Realism. Tut mir leid. Also 120 FPS und 4K mindestens. PS oder FPS? Ah. Ja. So, kann ich Tüte wieder machen. 120 PS. Oder auch nicht. Sind doch alle. Ja, was ist jetzt mit Tweets? Oh, und wieder aus. Das ist jetzt, glaube ich, Gameplay? Nein? Doch? Nein. Das war das Gameplay. Nein. Jetzt begnüg dich damit. Nach, da wird eh im Rahmen der Messe jetzt ganz viel Gameplay kommen. September, 15. September, da bleibt nicht so viel Zeit noch. World Premiere. Hilfe. Er macht Krach. Gears of War. Glaubst du? Nee, nicht wirklich. Dark Souls 3! Oh mein Gott! So lustig. Ist diese Reihe jetzt irgendwie so ein Wanderpokal oder was? Nein, dass sich Microsoft jetzt dafür die exklusiv Dingsens geholt hat, Vermarktung zumindest. Das ist unfassbar, ey. Scheiß Radgruppe. So. Das ist unglaublich. Wenn Dark Souls 3 jetzt so gut wird wie Dark Souls, dann wird's richtig gut. Und dann bin ich auch gehypt drauf. Es wäre so lustig, wenn sie gleich sagen, dass das zeitexklusiv für die Xbox erscheint. Aber dann hätte er schon irgendwo gestanden. Vergesst es. Episch. Du bist so laut. Mein Gott, das ist groß. Und den spielt man. Ja. Erstes Schloss. Krach. Oh, das war jetzt mal leicht. Riesige Open World, aber trotzdem sehr leicht überschaubar. Das ist der Mellow Mode in dem Spiel. Erleuchtet. Dark Souls 3. Sehr schön. Ich weiß nicht, was du gelabert hast. Ich habe euch nämlich gemutet, als ihr so rumgelabert habt. Ach, fick dich. Es war ja, ist doch episch, so. Episch. Ich habe nur gesagt, dass man diesen Typen spielt. We were always Dragon's told Prophet. That I come to this. The Nein. Division. Ja, The Division. Day, das kommt noch? Das war für dieses Jahr angekündigt. Ja, nee, aber das kommt ja dieses Jahr nicht mehr. Ich wette, Tom Clancy hat das selbst programmiert. Der programmiert immer noch. Ja. People started tearing each other apart. Die Marke, also das zu bezahlen, hat sich auch bezahlt gemacht. Für Yumi. Nee, das Spiel wird Müll. Ja,
Also von dem, was man bis auf der Gamescom gesehen hat, sah das wirklich... Es sah einfach aus wie ein weiterer Third-Person-Shooter. Ja, nee, wie ein weiterer schlechter Third-Person-Shooter. Ja, hab ich ja gesagt. Achso, du hast schlecht gesagt? Ah, David, du bist heute echt langsam, das ist schlimm. Hä? Was? Tentry is going up. Are the division. Ich bin bisher von der PR noch nicht so hundertprozentig umgehauen, eigentlich. Von der PR oder von der PK? Von der PK. Achso, ja, es geht. Träglich als sonst. Also das mit dem Xbox 360-Kram war ziemlich cool. Ja. Dark Souls 3 für mich persönlich war zu erwarten, weil ich das schon alles gesehen habe, weil die alles schon seit 3 Wochen am Leaken sind. Ansonsten irgendwie bisher nicht so viel eigentlich. Halo 5 sah relativ langweilig aus. Achso, ja, Halo 5. Ich hab vergessen, was sie sonst gezeigt haben. Recore, aber wo keiner weiß, was das ist. Ach ja, da war ja was. Aber wir sind doch noch gar nicht beim Fazit. Wir sind zum Zwischenfazit. Ja, also bisher, Ich finde das auch interessant, dass jetzt bei The Division wieder ein ziziger Altrainer zeigen. Ja, also, die nichts sagen. Ja, jetzt gucken sie vielleicht noch ein bisschen Gameplay, aber die haben ja schon total viel Gameplay gezeigt. Ich weiß noch, wie wir damals total overhyped waren, als sie dies mit der Snowdrop-Engine vorgestellt hatten. Damals. Christian wird sie vor zwei Jahren? Ja, ne? Du meinst, dass das hier gedownrailed wurde? Ja. Ja, als sie die Engine einfach auch vorgestellt haben, theoretisch, was sie kann. Ja. Gott, war ich da oberhalb. Zeigt Ubisoft vielleicht nochmal was Neues von, Zombie U2? Nein, oh Gott, wie ist denn das? Beyond Good and Evil. Möglich? Auf ihrer PK auf jeden Fall. Und sie haben auch wieder ein Überraschungsspiel zum Ende hin. Das ist schon klar, aber man weiß nicht, welches. Und Girlwood macht auch wieder mit. Watch Dogs 2! Girlwood, ich kann sie vorhin nicht leiden. Ach ja, Watch Dogs, oh Gott. Nee, Watch Dogs wird es auch nicht sein. Die Watch Dogs ist nicht gut gelaufen. Doch, das lief hervorragend, Alter. Nicht unter den Erwartungen zumindest. Nein! Das hat sich verkauft ohne Ende. Warum? Exklusiv Beta übrigens die Xbox One, bitte. Exklusiv Beta. Spannend. Next installment in the Rainbow Franchise. Rainbow Franchise. Oh, yeah. Langweilig. Think nein. Simple, fun, gaming. Hat das Rainbow jetzt, Franchise? Hat das jetzt ein Lobby-System? Ich habe irgendwo gelesen, dass sie es jetzt überarbeiten wollen nochmal. Ja, tun sie. That really hit the spot. When Siege comes out, ich mag Franzosen nicht, die Englisch sprechen, tut mir leid. Vegas 2. Das interessiert mich nicht. Ja, Vegas und Vegas 2 mag aber keiner der Rainbow Six. Doch, Vegas 1 war gut. Aber jetzt weiß ich auch warum. Weil Fallout 4, Fallout 3 dabei ist, weil das ist ja jetzt für die sowieso egal, weil sie den Backlog ja jetzt haben. Das heißt, sie können den ganzen Scheiß ja auch rausschmeißen, der ist ja da, der kostet den hier überhaupt nichts. Die können jetzt quasi die ganzen Backscheiße da hinten ranbappen. Das liegt jetzt auf Xbox. Zeigen Sie gerade jetzt zum ersten Mal den Singleplayer, habe ich das richtig gehört? Nein, echt? Tun Sie nicht. Wäre ja auch cool. Gibt keinen Singleplayer. Doch. Haben sie gecancelt. Ja, ich glaube auch. Das Problem ist, wir haben das Spiel schon gespielt, deswegen brauche ich dieses Gameplay jetzt nicht groß laufen lassen. Ja, ich habe ein riesiges Video gemacht mit David von Loris HD. David! Sorry. Ich habe sogar diese Map gezeigt. Diesen David von Loris HD würde ich gerne mal kennenlernen. Der ist auch sein Waifu. Das Spiel ist immer noch ein ziemliches Arschloch sein, glaube ich. Das ist mir egal. Es wäre schön gewesen, wenn dieses Spiel... Ach, das kommt im Oktober schon raus? Da haben sie aber nicht viel Zeit zum Umbauen gehabt. Was? Das heißt Umbauen für die. Junge, du hast die Alpha... Ach doch, du hast ja doch gespielt, ne? Er hat zugeguckt, glaube ich, nur. Ach ja. Die haben gesagt, es kam nicht so gut an und deswegen, Yubi hat deswegen werden sie es umbauen. Ich dachte, die bauen das Spiel jetzt nochmal neu, aber auf derselben Engine. Nee, nochmal neu, die haben das schon zweimal neu gebaut, ne? Ja, dann, alle guten Dinge sind drei. Immerhin mal eine neue Map. Die kann er hier noch nicht. Ja, und die nicht. Vielleicht gibt es jetzt 3 Maps in der finalen Version, meinst du? Es war ein richtig, richtig schöner Trailer und jetzt bin ich richtig gehypt auf das Spiel und werde das mit Day One kaufen. Windows 10 and Xbox One. Man so, halb exklusiv. Oh, was ist das? Fable. Nee. Es ist bunt. Es ist Project Spark.
Es ist Spyro! Ach nee, es ist dieses komische MOBA-Ding. Ach stimmt! Wie viele MOBAs wollen die denn noch machen? Dafür habe ich mich übrigens angemeldet für die Unity Engine. Das soll übrigens ziemlich cool sein von den Leuten, die es gespielt haben bisher. Leute sagen auch, dass ich Steve nicht cool bin und der Aussage vertraue ich auch nicht, also von daher... Ist er ist. Man kann im Spiel Furries spielen, ich will's nicht. Dieser Boo-Effekt geht mir gerade echt auf den Sack. Boo. Boo. Immer wenn sie Namen einschreiben, meinst du? Ja, immer wenn es Snowboard. Boo. Das ist also, ja, das geht eher so in die Richtung Action-MOBA, wenn ich das mal richtig kapiert habe, ne? Also Smite-MOBA. Also haben sie einfach Smite kopiert. Ja, mit Springen. Ne, sie haben mal ein Action-MOBA gemacht, davon gab es ja auch schon mehrere Grundsätze. Also haben sie einfach Smite kopiert. Das, wie ist das Orcs vs. Orcs Must Die-Ding, das war ja auch Katastrophe. Aber es sieht voll schön aus, das muss ich dann mal sagen. Ich mag den Stil, mag ich. Den Arzt sehr gerne. Ja. Nö. Gigante! Wenn es ein faires Free-to-Play-Modell ist, probier es ohne Probleme aus. Dann ist es immer noch ein MOBA. Ach, Junge. Hey, können wir da ein zumindest eine Product-Placement-Kampagne reinziehen? Ja, ich mag's. Ach ja, das gab's ja auch noch. Was ist das denn? Das ist so ein Jump'n'Run. Jetzt ist das schon wieder fertig. Oh Gott, Army Man! Montage. Army Man kommt zurück! Was? Army Man war nie gut, aber ich will... endlich einen guten Teil von Army Man haben. Aber immerhin gehen sie die Indie-Spiele heute mal schnell durch. Oh, das möchte ich haben. Solus Project sieht schön aus. Sieh das Pixel! Davor war das hässlichste Spiel der Welt. Also das ja, dieses komische Horrorspiel, was irgendwie so viel Chromatic Aberration hatte, dass man überhaupt nichts mehr sah. Ich mag, wie die Entwickler uns mit Arealschrift eingeblendet werden. Oh nein. Na, halt die Fresse, das Spiel ist schrecklich! Oh, war das Spiel da gerade Goat Simulator zwischen? Ja. Damit geben sie an. Oh, das will ich auch haben. Das sieht auch schön aus. Was ist das? Mit Dinos. Oh, arg. Das läuft doch auf dem PC nicht mal halbwegs. Oh nein. Super Hot wird auch großartig. Super Hot wird richtig geil. Army Man. Das ist, damit habe ich aber in meinem Leben nicht mehr gerechnet, ehrlich gesagt. Das habe ich schon. Aber die Marke habe ich echt. Die dachten sich da auch so, oh, wir haben zu viel Geld, das können wir damit immer machen. Wem gehört denn die Marke eigentlich? War das nicht mal Activision Acclaim? Irgendein Typ hat die und wer ist. Achso, unter dem Sofa. Das sind also Tweets, kommt schon. Enabling creators to realize their visions and deliver incredible new experiences to Xbox players around the world is what the ID at Xbox One is the best platform to develop indie games for. The Dame sagt man nachher nochmal von Spoon. Sagt da, während man irgendwie im Hintergrund eine Waffe sieht, die auf ihn gerichtet ist. I'd like to introduce you to some amazing creators whose games are going to be debuting exclusively on Xbox One. Hi, I'm Steve Gaynor from Fulbright. When we created Vine, we wanted to tell a very small personal story. Ew! Gun home! Geht weg! Furchtbar! Er heißt Steve und hat Gay im Namen. Gun home war furchtbar. Oh, oh. Also ich fand's gut, dann war ich nach 2 Minuten durch. A place that's beyond the bounds of Earth. And what has happened to the crew of Lunar Transfer Station Tacoma? Man kann da halbwegs gerade ausreden, das ist bei Indie-Entwicklern ja immer so das Problem. Bioshock! Bioshock in Space! Ah, das haben sie doch schon mal gezeigt, letzte E3, oder? Nee, das sieht für mich irgendwie neu aus. Ich hab das schon gesehen, glaube ich. Aber man hat da, das sah absolut noch nichts aus. Ich hab das, glaube ich, noch nicht gesehen. Du musst was Sony. Sollten wir einfach zuhören. Ja. Nee. Super Idee. Hui! Boom. Nee. Odin, what am I going to find behind this door? Ein Logo. Okay. Sein Passwort mit Kinect eintippen ist echt kompliziert. Hi,
I'm Derek Bradley from Aurora 44. Our small team in New Zealand has set out to create a harsh, open world to explore. One where it's up to you to determine who is friend and who is foe. Oh, das ist, glaube ich, ganz geil. Davon habe ich so Screenshots gesehen. Das sah total gut aus. Who to trust, who to fight, and who to run away from are all decisions you must make for yourself. Wieso ist denn jetzt plötzlich der Mario-Skin bei den Tweets? Was soll das? Weil das an dich gerichtet war. Toll, dankeschön. Ist das nicht das Unity-Spiel? Ich bin gerade unsicher. Das ist nicht 90% Unity-Spiel. Das ist das Unity-Spiel. Das ist nicht ein Unity-Spiel, es ist das Unity-Spiel. Ja, eines dieser Unity-Spiele, die halt nicht kacke aussehen und irgendwie nach was aussehen. Ich weiß es gerade nicht. Ach, eins der drei. Ja, genau. Die haben ja gar keine Nase. Die Leute keine Gesichter haben. Ja, man muss ja irgendwo Performance sparen. Wie können die denn gucken? Aber sie sind trotzdem, beide weiß und nicht übergewichtig. Und also besser animiert als Fallout-Charaktere. So. Oh nein, Sperrmann. Sperrmann. Das ist mir jetzt halt aufgefallen, es tut mir leid. Das glaube ich dir nicht. Doch. Aschen! Nico stinkt nach Wurst. Stimmt, krieg mal ein bisschen. Wow, hier. Der kommt aber früh bei dir an, ne? Ich bin heute langsam. Tut mir leid. Das Problem an Indie-Spielen ist, die sehen ja immer geil aus, aber spielerisch habe ich da leider öfter Probleme. Was? Das Ding ist doch aus Avatar. Ist das nicht The Last Guardian? Ja, aber ich find's schön. Das ist so blöde Artkacke, die finde ich voll okay. Du gehörst da nicht hin. Oh, leid. Die Frau hat sich verlaufen. Kann sie mal in die Küche führen? Das sieht echt aus wie aus einer Talkshow, ganz ehrlich. Sie sieht auf jeden Fall so aus, als würde sie in einem Indie-Studio arbeiten und voll Indie-Sachen machen. And if we open ourselves up to new experiences, it can be a beautiful world. Jetzt, wo ich das sehe, was ist eigentlich aus Milo geworden? Das war schon immer nur eine Tech-Demo. Ja, aber was ist denn aus Milo geworden? Der ist tot. Okay, gut. Haben wir das geklärt. Ich muss ja nur mal fragen. Ich bin mir nicht dieses Spiel, wo man blind ist. Das ist das Spiel, wo man blind ist. Das Spiel spricht mich theoretisch an, aber irgendwie auch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wieso, bist du blind? Ja. Oder sie ist kurzsichtig, aber ich glaube, sie ist blind. Ja, das ist es, glaube ich. Nee, das macht Sinn, aber... Team 17. Aber ich glaube, Tims Sache mit diesem blind war jetzt gar nicht so falsch. Kann nein, das sein? Das stimmt. Ah, okay. A few years ago, when we first sat down to... Incest! Das sieht designtechnisch geil aus, aber ob das dann tatsächlich ein Spiel trägt... Das sieht der Typ ein bisschen aus wie alte Disney-Sachen. Der Typ soll mal seinen Bart fixen, das ist viel zu viel für den. Kann Christian ein bisschen was abgeben, ne? Kein Indie-Spiel machen. Das ist nicht mal ein Neckbeard, das ist einfach ein normaler Bart. Oh mein Gott, ein normaler Bart! Ekelhaft! Sind das Zwillinge? Ja, das sind die Lochis. Oh. Ah. Ja, das haben sie auch vor 2 Jahren schon angekündigt, oder, das Spiel? Ja, ist ein bisschen älter. Ich meine, ich finde den Style ja wirklich cool, aber... Ich habe Angst, dass das zu... den Style geht. Ja, aber hat es wenigstens irgendwie wieder spielerische Auswirkungen? Aber wo kommt dieses Atmen eigentlich noch wieder her? Kann das Bild eben jemand fixen? Das ist von Tim. Echt? Tim, Alter. Ja. Ah. Endlich meine HD-Spiele in SD-Optik spielt. Das sieht geil aus, aber ich kann mir das spielerisch gerade absolut nicht vorstellen. Spooky, scary skeletons. Aber trotzdem sieht es so aus, als wenn es funktioniert, von der Mechanik her,
dass sie wenigstens die Ideen halbwegs vernünftig umsetzen, ne? Also die man so aus den alten Comics halt auch ziehen kann. So, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde. As you have seen from the last four titles, Xbox One is the best platform to develop indie games for. Oh, ich hasse euch so sehr, ey. Xbox One and Windows 10. Now, I'd like to talk about a new pilot program we're launching for independent developers called Xbox Game Preview. Game Preview is a new type of offering that lets gamers buy and play a selection of games while they're still in active development. It enables the community to get involved and even early access. Shape the final outcome with their feedback. Wollte ich gerade sagen. So, okay, dann ist die PS4 die einzige Konsole, auf der man noch viel kriegt. Na, vorsichtig, die haben ihre PK noch. But we want to make sure that Nintendo's coming out makes sense. Sei ruhig. So every game in the program has a free trial, so you can play it and then make an educated decision on whether you want to jump in early or wait and see how development progresses. Alles hat eine Demo auf jeden Fall. Man muss die Sachen kaufen. Das ist gut. We'll be launching a select number of games into the Xbox Game Preview over the next year, including the following titles: The Long Dark by Hinterlands, Sheltered from Unicube, Elite Dangerous from Frontier, and DayZ from Bohemia Interactive. Cool. If you'd like to join the Xbox Game Preview community and get involved, you can do it starting today. Later this afternoon, the long aber ich möchte mal freundlich anmerken, wie viel Geld ich schon gespart hätte, wenn ich das auf Steam gehabt hätte, ne? Please give them a try. Can't wait to hear what you think. Now, before I go, I'd like to welcome to the stage also es gibt wieder Demo-Visionen. Das finde ich ziemlich gut. Ja, das... Ja. Ich mochte es vor irgendwie 5 Jahren oder so, als auf Xbox auch irgendwie so Xbox E3 war und einfach zu jedem Spiel, was die vorgestellt haben, eine Demo dann gleichzeitig verfügbar war. Ja. Oh Gott, nein, der Junge gehört überhaupt auf gar keine Bühne mehr. Aber nein. Oh nein. Haben die DayZ... Haben die da nicht? Lass es einfach, lass es. Nein, lass es, lass es, lass es. Wird nie fertig. Nee, aber er macht jetzt was Neues. Ja, natürlich. Er ist ja abgesprungen. The chance to be a pioneer in a harsh universe, swamped with the risk of death, yet peppered with the havens of fortune. For the past year, I have been working with the technology company Improbable to turn my long-term prototype into a reality. It worked. We are the architects. Sein long-term prototype ist das nicht, DayZ? But you, the players, through Xbox One Game Preview and PC, will DayZ govern flüssig, Scherzkicks. Its destiny. Was? PC. Es ist Destiny. Ja. Was? Ja. Das hatten wir doch erst. Das war schon furchtbar. Ein Schlüssel! Da will jemand hinterher. Ich mag's, wie diese Generation einfach 1 Milliarde Weltraumspiele rauskommen. Ich frag mich, aber die müssen ja alle, teilweise müssen die ja gleichzeitig angefangen haben mit der Entwicklung und dann erst gemerkt haben, Mensch, die machen ja auch so was. Ich dachte bestimmt alle, ach, es gibt keine Weltraumspiele. Wir sollten mal eins machen. Und dann hängen sie da alle, denken sie, das ist ein Scheiß. Kacke. Trailer, wir sollen ruhig sein. Ach, da passiert doch nichts. Wir sollen bei Trailern ruhig sein, wo auch was passiert. Da passiert was, das sind Doom-Sounds. Halt die Fresse. Die haben also einfach Dings kopiert. Wie heißt es? No Man's Sky. Eine verpackte Wurst. Die Matrix. Nee, doch nicht. Naja. Die Wurst ist da auf jeden Fall bei. Ding ist! Gut, danke, sehr schön. Wenn das die Entwicklungsgeschwindigkeit von DayZ hat, dann... Weiß auch nicht, was das soll. Oh mein Gott, das ist Brian Horton. Oh mein Gott! Tomb Raider. Oh, jetzt müsst ihr leider alle mal ruhig sein. Ja. Xbox Exclusive Holiday 2015. Das wird gut. Und er fällt direkt durch den Boden. Sieht schon schlecht aus. Weil ich von Glara wieder an zu. Jetzt haltet die Fresse! Und jetzt fängt sie sich gleich durch so eine kleine Spalte. Hm.
Open Door. Alteschnee! This might be the kind of godforsaken place I do it. Storm's getting closer. We have a couple hours at most. Should be enough time. We're almost to the top. Okay, der Schnee sieht gut aus. What do you think? We're close to something down there. I can feel it. Ja, das ist eine echt hübsche PC-Version. Just this last stretch to the top. Alright. Let's see what's up there. Schon wieder ein anderes Gesicht? Aha. Oder ist es ihre kleine Schwester oder irgendwas? Oder ist es noch ein Reboot? Ihre Brüste wurden kleiner. Ja, Frauen haben keine Brüste mehr. Aha. Heutzutage. Zu Mainstream. Ja. Komm mal, gerade ein bisschen holprig. Soll das jetzt Gameplay sein? Let's take it slow and steady. Beeilt sich wie sonst was. Tot. Soll das Gameplay sein? Weiß ich nicht. Ja, tatsächlich, da war ein Quicktime-Event. Und da unten sind die durchgehend zwischengespeichert. Ja, das auch noch. Schon wieder gespeichert. Hat man ein Cameo damals auch so gemacht. Apropos Cameo. Wird gespeichert. Ich mag den Ice Shader, der ist echt hübsch. Das stimmt. Jetzt greifen Dämonen an. Werwolf-Dämonen. Can you hear me? Yeah. I'm gonna pull you back up. Wird gespeichert. Und man muss schwingen. Also fing der erste Teil ja auch irgendwie an. Also das da ist der Stein explodiert. Muss die ihn bestimmt hochziehen, oder so. Ach nee. Wird gespeichert. Ja, wenn du hier verklackst, wäre ich auch traurig, ne? Na, speichert schon wieder. 12 Minuten Cutscene ist halt echt nervig. Ja. Und speichert. Oh Gott. Hör auf, Tim, du nervst mich damit reingesteckt. Ja, aber ist es doch so. Wo ist hier oben links dieses Mal? Wow. Das Spiel ist echt vielseitig. Diese Rutzpauschale, ich glaube, die ist neu, das hatten wir noch nicht. Also jedenfalls nicht auf gefrorenem Wasser. Ich glaube, das war immer flüssiges Wasser. So ein Markenzeichen der Serie. Wieder oben. Okay, du siehst, wie Lara ein bisschen rumsnappt, damit sie auch in der richtigen Position zum Springen ist. Schnee! 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 Schnee. Schweres Mann. Sind die gerendert? Das sieht irgendwie teilweise so anders aus. Inzwischen, das ist gerendert. Nein. Ja, aber sieht auf jeden Fall anders aus. Ich halte noch ein bisschen die Grafik hoch oder so. Aber es gehen schon die ersten
ersten Bilder durch über Twitter mit der Kletterszene aus Call of Duty. Modern Warfare 2. Das Beste daran war, die war nur kurz. Aber immerhin macht das Spiel das, was ich gehofft habe. Es ist bestimmt mehr Tomb Raider wert zum Ende hin. Ja, anscheinend. Das ist was auch eine gute Idee ist. Das war gerade kein Wasser, das war irgendwas anderes Flüssiges. Tinte, was da rausgekommen. Ja, das war Ink. Hoffentlich kämpfen wir jetzt weniger gegen Menschen mit Deckungsfeature, das wäre schon mal ganz gut. Den Anfang. Also sagen wir mal so, die wichtigsten Szenen waren, glaube ich, die letzten, oder? Ja, eigentlich schon. Ich hätte das sah voll cool aus. Ach, also mir hat das Ende sah echt cool aus. Das am Anfang. Rare! Banjo Kazooie! Das Gericht stimmt! Oh mein Gott! Moment, guck, es sind erstmal. Achso, die 30 Spiele. Ja. Es ist eine Collection! You never forget the first game. Warte mal. The more of them you play, the more of them you love. Every memory is a story to cherish and share. We fought back monsters. Bestimmt sowas wie DSS Remix. Achieve the impossible. We were heroes. DSS Level Perfect Dark in 2 Sekunden. Apart. And games that brought us together. Whether you're reliving childhood memories, or discovering classics for the first time, you'll see why the best stories will never be forgotten. Blastkopf! Dass ich dann noch. Musik. Oh, Viva Pinata! Blastkopf! Scheiße! $30, das ist ziemlich gut. $30? Alter! Aber ich will aber auch die Xbox 360 Version von Conker bitte, weil die ist sehr rar. Platz und Bolz ist dabei, was willst du denn mehr? Ja, weil also die Xbox 360 Version von Conker hätte ich irgendwie auch schon erwartet. Wobei es GoldenEye? Ich will nur GoldenEye, alles andere kann ich mir auch so holen. Du meinst die Xbox Version von 4. August, nice. Ja, meine ich ja. Ja, kein GoldenEye ohne mehr. Blast Corps ist dabei. Ja, das ist auch ein großartiges Spiel. Oh mein Gott, das ist Craig Duncan! Der weltbekannte Chef von Rare. Ja, das ist so hübsch. Stopp, mal gucken, was er sagt. Rare Replay. And we wanted to celebrate by giving Rare fans an iconic collection of Rare games. One of the things von Spielen, die wir nie gemacht haben. Badabush, mit dem wir nie was zu tun hatten. Rare has redefined genres with its own special formula, and we're ready to do that again. Today, I'm proud to give you a first look at a new exclusive game from Rare. A game that will allow our players to have unique and memorable adventures together. A shared world adventure game. Okay. Set in a fantastical world, this game will bring players together and give them the freedom to play with limitless possibilities. This is by far the most ambitious game Rare has ever created. Ukulele? Xbox One exclusive world premiere. Ja, immer noch. Oh nein, bitte kein Survival-Spiel. Könnte so geil ein Dinosaurierplanet sein, Schulmann. Na? Ich sag dir, da kommt gleich ein Dinosaurier. Ich sag dir das. Da kommt gleich einer. Da ist ein Dino. Da. Aufgespießt vom Dinosaurier. Das ist kein Banjo-Kazooie 3. Ach nein. Das ist kein Perfect Dark 2. Das ist einfach ein Assassin's Creed Black Flag 8. Weißt du was das Traurige mit ist? Mit Unity. Ich trau denen leider zu, dass das grafisch auch so nachher aussieht. Also ein bisschen hässlicher, aber grundsätzlich. Weil Rare kann grafisch.
Ja, aber es sieht nicht aus nach Rare. Ach nee. What the fuck? Ich hab doch gesagt, dass es sowas ist. Was? Ein MMO. Survival-Ding. Das ist aber schönes Wasser. So ja, aber das ist ja quasi von Rare Bill. Ach, ihr seid auch alles immer so Mods-Nelten. Das hoffe ich, mag Videospiele. Piratenspiele sind hart langweilig. Eine neue, was ist denn gegen eine neue IP einzuwenden, wenn es gut ist? Dass ich erstmal die alten will. Die kriegst du noch für 30 Dollar. Ach, fick dich. Ich will nicht nochmal Assassin's Creed Black Flag. Ich finde leider, dass das ziemlich gut aussieht. Das Wasser zumindest. Gameplay, keine Ahnung. Aber was sieht denn da so aus? Was spielt man da? Also ich meine, man sieht irgendwie die Namer, Gamertag. Namen oben drüber. Ja. Also scheint ja irgendwie so ein MMO-Krams irgendwie zu sein oder so wahrscheinlich, ne? Aber ich meine, was machst du da? Ich meine, da war schon wieder nichts. Quest. Das war super. Noch was. Let me tell you a story of a world of great beauty. Full of promise. Das ist auch nicht perfekt. Cameo? Das ist auch kein Banjo-Kazooie. Ist das Cameo? And lately... Ja. Ist das Fable? Das müsste Fable sein. Das ist Fable. Schon das wieder? Wir noch nicht. Ach so, das ist dieses Fable-MOBA-Ding, ne? Fable Legends. Fable-Evolve-Ding. Fable Legends. Auch das ist kein Banjo-Kazooie gerade. Aber es ist hübsch. Ich finde es sogar hübscher als das Rare-Spiel gerade. This is not a story of heroes. They are intruders. Ach, der Fable-Stil ist ja generell hübsch. Naja. Außer dieser Kinect-Shooter da. Journey. Der war aber auch gesagt, oh. Der war wirklich nicht gut, ne? Uiuiui. Gab's überhaupt mal was Gutes für die Kinect? Ja, die Central. Musik ja. Und Rhythmus-Spiele. Shadow of Eden war geil. Einfach weil die Spaß machen. Shadow of Eden war richtig gut. Wie gesagt, alles an Musik und Rhythmus spielen. Ja, gut, okay, das lasse ich gelten. Ich hätte ohne Dance Central keine 10 Kilo abgenommen. Ja. Meine Sorge bei diesem Fable ist ja vielmehr, dass es free to play ist. Ja. Joining us from Microsoft Studios. War's das? Nein. Wir haben noch 20 Minuten. Oh. Ach Gott, der ist ja auch noch da. Fable Legends show our commitment to putting fans and gamers at the center of everything we do. Legends is free to play on both Xbox One and Windows 10. Warum hat er einen japanischen Namen und sieht nicht aus wie ein Japaner? Running Windows 10 will be able to play with their fellow gamers on Xbox One. Leuten abgezogen ist. Hätte mal ein bisschen Respekt vor. Anything you earn or buy on one. Warum hat er einen Minecraft-Anhänger an dem Ding? Ja, weil er Microsoft. And if you love gaming, more is coming. Windows allows developers to push the boundaries of creativity to deliver gamers experiences they will love. From console gaming to PC gaming, even virtual reality gaming. Today we are proud to announce a new relationship with Valve VR. Oh, was? Cool. Valve? Was? Valve? Ja. Half-Life 3? We'll be working okay, Xbox ist jetzt endgültig dann PC. Wofür brauchst du den Scheiß noch, warum nicht gleich PC? Na, jetzt reden sie über Windows 10. The Xbox One controller will be included with every Oculus Rift at launch. Oh Gott. Ja, das weiß man ja schon. Das ist ja nichts Neues. And Xbox One games will be playable on Oculus. Ich sag, das ist nett für Microsoft, um sich abzusichern. Gegen Morpheus. Through Windows 10. Gamers can play the games they love on the newest devices. Microsoft's also pioneering a new era of holographic computing. An era of mixed reality. The ability to bring holograms into your real world. In January, we unveiled Microsoft HoloLens. The world's first untethered holographic computer powered by Windows 10. Holograms mixed with your real world unlocks all new experiences, freed from the boundaries of your screens. So far, we have shown new ways for people to create, to communicate, to work, and to learn. Today we are very excited to show Microsoft HoloLens
can change the world of gaming. To show you how it works, also ist HoloLens jetzt auch wirklich Xbox mit Lydia Winters. Support. Thanks, Kuna. Nee, er hat doch die ganze Zeit von Windows 10 gelabert. 4 years ago at E3, I met the Mojang team for the very first time. Minecraft. Soon after, Minecraft. I joined them on this unbelievable adventure. Minecraft 2. This game has changed millions of lives, including my own. In the past 5 years, we've been blown away by the amount of people who have been playing our game. The community's incredible creativity has taken Minecraft into places we never could have imagined. Every day, we see new and exciting things being made. Oh my god, I am so motivated! We are going to have the biggest Minecraft celebration in the world at MineCon 2015. We can't wait to share more with the community there and be inspired by their ideas. MineCon existiert ja auch noch, dieser Scheiß. We're always trying to harness new technology and create new ways of playing the game. With that in mind, please let me welcome Zach Spearson from Microsoft Studios, and we're excited to be able to show a new version of Minecraft built specifically for Microsoft HoloLens. Oh Gott. Oh nein. Thank you, Lydia. Also war das keine reine Tech-Demo, das Ding damals. To show our demo today, where you bin sehr gespannt, was das jetzt wird. Like, ich finde HoloLens unglaublich interessant. Ich glaube nur nicht, dass das für Spiele gedacht ist. Aber wenn es die Idee ist, mit Minecraft zu machen... Nein, wenn ein Spiel, dann ist Minecraft die richtige Idee dafür. Ja, ja. Aber Banjo... Das ist ja Mann. Zach grabbed his Xbox controller to play through a giant holographic portal into a 3D Minecraft world right on the wall. Wahnsinn. Warte erstmal ab, Mann. Und es ist immer noch Minecraft. Are you gonna come join my game, Lydia? Deswegen also das Surface. Interessant. I see you jumping around. One of the cool things about HoloLens is that it lets you display Minecraft virtually anywhere. You can get different perspectives on your Minecraft world. It's awesome to play with the controller, but can we show them something new? Ist das nicht diese Minecraft-Chick, die damals einen Let's Play-Kanal hatte und nicht wusste, wie man schwimmt? What? Die wurde dann eingestellt bei Mojang. Mojang. Ich finde das technisch halt schon relativ beeindruckend. Tut mir furchtbar leid. Ja, aber das ist auch gerade das Augmented Reality, weil wir das auf meiner Kamera aussehen, die von HoloLens. Ich würde die Ich-Perspektive von den Typen haben. Nein, das ist doch Recapture quasi. Die Kamera hat eine HoloLens oben drauf. Das ist gerade gesagt. So cool. Das machen sie doch jedes Mal. Using his voice and his hands. He can walk around the hologram, pan around for different viewpoints and even look inside. Tipping. Ach Gott. Let's follow Lydia around for a bit. Follow player. Aber wie soll man davon denn Let's Plays machen? Indem du dir auch so eine Kamera mit einer HoloLens drauf kaufst für 500.000 Euro. Mann, denk mal nach. Und wie installiere ich Mods? Und wie installiere ich Texture Packs? Und kann ich damit... Das ist Minecraft-Chick! Die wusste in Part 15 oder so nicht, wie man schwimmt in Minecraft. Und dann hat sie einen Job dafür bekommen. Ja, das war gut. Die Frau ist schrecklich gewesen. Ob das wohl in Java läuft? Alter. Technisch ist das ja schön, aber wo ist der spielerische Mehrwert? Also ich glaube, es geht nur darum, dass es ein Gag ist. Ich glaube, mehr soll es gar nicht es sein. Es geht doch mehr darum, was HoloLens halt kann und so weiter. Ja, aber... Wir sind hier auf einer Spielemesse und deswegen... Ich finde das komplett in Ordnung. Das ist halt so... Ich frage mich trotzdem, was ist der spielerische Mehrwert dahinter? Also, das kauft doch keiner. Oh, du kannst cheaten! Du kannst cheaten! Oh, Frechheit. Huge stronghold right underneath. I'm gonna mark that for you. Mark that. Cheaten! I see it, I'm on my way there now. Also kann da irgendwer mit einer HoloLens einfach Gott spielen und... Ja, der andere auf der Xbox richtig. One. Jetzt einfach mit der Hand einfach sie spielt so wie die PC-Version, ne? Good strategy. Using HoloLens, I have access to all console commands in Minecraft
just using my voice, but I can just focus my gaze on the TNT and say, lightning strike. Oh my god! Wow. So sieht immer noch kacke aus. There's a lot of material. Ja, 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 war halt, ne? There's one more thing I want to do with lightning. I see a pig pen over here. I think the pigs need an upgrade. Do it. Lightning strike. Wo weiß das Spiel? Ist das so die Mitte oder wo? Ja, wo die Augen hingucken. Ah. Das war schon ein bisschen süß. Aber nicht unbedingt länger als 10 Minuten Minecraft. Das Ding. Ich find's technisch halt immer noch begeistert. Ja, ich weiß halt noch nicht, was ich damit machen soll. Minecraft spielen. We will have even more Minecraft news to share at Minecon in a few. Ich will es als Replay-Feature für meine Spiele haben. Ich will Splatoon so angucken. Ja, das wäre ganz cool. So von oben auf die Map runter. Genau. Ja. Jetzt endet es halt einfach darin, dass es einfach so ein Map-Viewer wird, dass du immer so von oben rumguckst und rumlaufen kannst und das war's. Gears of War. Gears of War. Oh mein Gott, das ist Rod Ferguson. Waifu? Nein, das hat bestimmt wieder ein Deckungsfeature und HP-Regeneration und kein Ach, jetzt kommt die 10 Minuten Tim über Deckungsfeature, der Monolog. Das ist aber auch so die Ultimate Edition. Ich finde es vor allem bescheuert, dass das nur der erste Teil ist, anstatt einfach alle drei. Es gab vier. Der vierte zählt nicht. Der vierte ist auch mehr so 3-5. So tune in to the Xbox Daily Live E3 this afternoon to learn more. Jo. Oh yeah, and one more thing. I wanted to give you a taste of something else for the Coalition. Thank you. Ich glaube, die fanden eher gut, dass die Beta jetzt verfügbar ist. Achso, weil sie da alle sitzen und sich denken so, ja, ich muss jetzt zu meiner Xbox. Bleib hier zu gucken. So, jetzt kommt. Scalebound wird auf der Gamescom gezeigt. Also Halo 5 sieht besser aus. Ich glaube, sie haben ihm zu früh den Controller in die Hand gegeben. Was? Ne, weil er noch nicht spielt. Ist doch die Katze im Spiel, die ist noch nicht fertig geskriptet. Ein Mensch! Das ist aber nicht Marcus Phoenix. Das wollte ich auch kurz sagen. Das ist schon sein Sohn. Ist Jason Marcus Phoenix. Come on. Wir werden es gleich hören. Eine Frau! Das ist deine Schwester, Josephine Phoenix. Das ist jetzt meine Wife. Scheiße, sie ist virtuell. Aber man sieht es trotzdem eindeutig, dass es halt so Gears of War ist. Irgendwie schon gleich von der Bewegung her. Aber mittlerweile leider orientiert sich Aber Gears of War war leider immer hübsch. Aber das Lighting ist gerade echt krass. Sorry, Gears of War war immer hübsch. Was? Das sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Nein, nicht ja. Ich hab nur Teil 4 gespielt, das sah nicht so schön aus. Ja gut, aber du musst so Teil 1 damals, hatte halt schon unfassbar. Ja, für damalige Verhältnis war es okay. Läuft das immer noch auf der Unreal Engine oder haben sie die Engine gewechselt? Also ich wahrscheinlich davon aus, dass das Unreal ist. Aber dann Unreal 4 immerhin. würde ich nicht wetten. Ich finde, man sieht diese langsame Gears of War-Bewegung schon so richtig. So, ja, aber dann wiederum ist es sieht jetzt schon langsam aus. Aber ich finde das eigentlich gut, weil die haben schwere Rüstungen an, das soll sich behäbig anfühlen, das finde ich richtig so. Das ist wie bei Crackdown, man sieht halt an Animationen, ey, das ist Crackdown. Ja, aber das soll ja auch so sein, das ist ja so. Ja, eben. Ich schlaf dann immer ein, weil man dann immer so ewig braucht, um irgendwo hinzugehen. Gleich Rinder, guck dir jetzt Rinder. Siehst du, es bewegt sich halt eben nicht. Ob er jetzt geht oder rennt, ist eigentlich die gleiche Geschwindigkeit. Sieht nur anders aus. Ja, die Umgebung sieht gut aus. Das stimmt. Das sieht voll cool aus. Life is Strange lässt grüßen. Worüber ich gar nicht nachgedacht habe. Ob was Neues in Wurmfang 2 gezeigt wird? Was? Wurmfang 2. Wem gehört denn das? Die Silver. Die haben keine PK, also insofern vielleicht. Ja, aber vielleicht bei Sony oder so, was weiß ich. Kettensäge! Yay, Kettensäge! Woo! Beste Waffe überhaupt. Ja, das ist schon eine coole Sache.
Auch wenn es super unrealistisch ist, ja. Aber das ist irgendwie auch schon das Markenzeichen der Reihe. Das macht jeden Klon auch schlechter irgendwie. Ja. Weil das nicht den coolen Nahkampf haben kann. Voll sexistisch, dass der Typ schon wieder die Frau retten muss. Muss er? Umgekehrt, dass er ihr hinterher rennt, weil er nichts hinbekommt. Nein, das ist auch sexistisch. Ah, okay. Alles ist sexistisch, weil sie nicht dick und schwarz ist. Es ist nicht Big Mama. Jetzt kommt ein Zombie. Von Gears of War immer schön, dass du in diesen nahen Sichten immer der Charakter auf drei Viertel des Spiels einnimmt. Ja. Also das ist jetzt übertrieben, aber trotzdem. Ich glaube, das ist jetzt besser, oder? Also nee, ich glaube, es ist immer noch so. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die Charaktere waren vorher breiter, oder nicht? Ja. Leucht. Don't touch it. Touch. Okay. Son of. Lecker. Jetzt mutiert er gleich. G. Und so wird es zu Marcus Phoenix. Er wird zum Hulk. Das wäre cool, Felix, wenn Hulk. Du zum Hulk werden kannst. Du bist wie das Zeug ist da rumgeklebt. Das verschwindet das ganze Spiel über dich. Ja. Das wird gespeichert in der Cloud. Einfach nur, weil es geht. Das wäre großartig, sowas. War das nicht bei GTA 5, wo sozusagen Narben bleiben? Nein. Nee. Oder haben die das mal angekündigt, dass sie es machen wollen? Also Fable hat es auf jeden Fall, dass die Narben bleiben. Also in GTA 5 wirst du halt verletzt, aber das heilt sich halt, wenn du ins Krankenhaus gehst. Wie dunkel das Spiel ist. Ja. Aber gut, deswegen sieht es auch so hübsch aus. Anstatt dass es immer grau ist, ist es jetzt einfach schwarz. Ja, schwarz und gelb. Orangene leuchtende Dinge sind immer ganz lustig. Hat man schon einen Gegner gesehen? Naja, auf dem Dach war das kurz einer. Da kommt doch gleich noch einer. Und dann wird auch gleich ein ganz großer Gegner kommen und dann wird das Spiel vorbei sein und dann kommt das Datum, wann das Spiel kommt. Ja. Weil so sind Videospiele heute. Solange deine Kettensäge gleich nochmal bei einem Gegner benutzt, ist alles gut. Guck ihn an! Blablabla. Der sieht aber sehr unpraktisch aus so. Als Wiesen. Schicker Sporn. Da kann er doch nichts für, du Rassist. Man ist unzufrieden mit David, dass er immer nur rummeckert. Ach, und bei mir ist das... Aber wir meckern alle die ganze Zeit nur rum. Ich wollte gerade sagen. Der Kampf geht los, er schießt daneben. Ja, ich wollte gerade sagen, er kann überhaupt nicht zielen. Oh. Also wir haben wieder ein dickes Feature und nicht mehr dieses... Also, weil ich fand das jetzt gerade gut, dass Sniper Elite 3 und... Voll sexistisch, dass der Typ die Frau retten musste. Das Sniper Elite 3 und... Sehr gut, kein Deckel! Und das neue Metal Gear Solid kein Deckungsfeature haben, sondern einfach, du stellst dich an eine Wand und dann bist du in Deckung. Das war so und klar, dass da gecuttet wird. Jeder voll sexistisch, dass die Frau den Typen nicht gerettet hat. Alter, Mann! Das heißt einfach nur noch GS4? Ja. Ja. Aber der Name war zu lang. Abgesehen davon gibt es keinen Aber Krieg du musst mehr. Mal bedenken, die ganze Fangemeinde hat auch immer nur Gears 3 und Co. gesagt. Guck mal, 2016 erst. Ich dachte, die haben immer Gears GOW gesagt einfach. Nee. Ja. Ja, aber doch nicht in Gesprächen, das ist doch nicht War. GOW. Ja, ich sag auch COD. Ja, It's great to have Gears of War back on our Xbox stage. Code. Or gameplay running real time on Xbox One. So, mal gucken, ob da was kommt oder verfällt. Today we showed you the greatest games lineup in Xbox history. New and innovative games that speak to the boundless creativity from studios around the world. Nein, ich habe leider keine innovative Games gesehen. Ja und? Der hat immer Shirts getauscht. Das ist schon immer sein Ziel. Who are redefining game development and gameplay, all anchored by the best exclusives on any platform. Xbox is the only place where you can play Gears of War, Fable Legends, Forza Motorsport 6, Rise of the Tomb Raider, and of course, Halo 5 Guardians all this year. This lineup is supported by Xbox Live and our commitment to make your gaming experience better. With an expanded library of games with backward compatibility, new gaming hardware and accessories, access to great games first with EA Access, next generation virtual and mixed reality gaming experience, and access to games in early development with the Game Preview Program.
There truly has never been a better time to be an Xbox gamer. No. If you've been waiting to move from your Xbox 360, now is the time. Ja, von welcher Plattform denn sonst? Today, we've shared only a fraction of what's coming to Xbox One and Windows 10 this holiday and next. We have more surprises in store this week on the Xbox Daily Show, including the unveil of a whole new Xbox One user experience and more new games coming to Xbox One. Oha. This summer, we look forward to bringing exciting features from Xbox Live and some of our most popular Xbox games and experiences to Windows 10 when it launches this July 29th. And at Gamescom in August, you'll see the latest from Quantum Break, Scalebound, Crackdown, and new first-party game reveals. Thank you for joining us this morning. It's your expectation, your dedication, your passion for games that motivates and inspires not only me, but every single member of Team Xbox. Thank you. Muss sagen, ich hätte leider gerne noch Scalebound so gesehen, trotzdem. Jetzt muss ich da noch zwei Monate drauf warten. Jetzt ein bisschen schade. Ich habe Tomb Raider gesehen, das sah sehr schön aus, deswegen bin ich happy. Grundsätzlich haben sie ein sehr nettes Weihnachts-Line-Up. Also, du kannst mal so, im Gegensatz zur Katastrophe vom letzten Jahr ist das... Hey. Ich finde es nicht ganz okay. Oh. Ich finde es ein relativ starkes First-Party-Lineup. Bisher ist die. Was war denn da First-Party? Das Forza. Also ich fand es sehr angenehmer als letztes Jahr, wo es echt die ganze Zeit. Du hast Halo, du hast Forza, du hast Fable und, naja, gut, okay, Rise of the Tomb Raider ist nicht First-Party, haha, logischerweise. Aber es ist exklusiv. Es ist nur zeitexklusiv. Ja, aber du hast drei First-Party-exklusiv-Spiele schon mal. Ja. Und sie werden noch ein, zwei Sachen plus das Xbox 360 Patch-Ding gedönst. Ja. Und sie werden ein, zwei Sachen halt auch noch auf der Gamescom zeigen. Quantum Break ist glaube ich kein 2.15-Spiel mehr, ne? Das weiß ich nicht, aber gut, dass es. Ach ja, und Gears of War, stimmt, haben wir auch noch vergessen. Ja. Also es war halt eigentlich eher so eine E3, dieser eine Präsentation, wo es darum ging, die Spiele jetzt mal in der finalen Version zu zeigen, die man schon seit langem gehört hat. Wir haben nicht so viel Neues jetzt gesehen, aber wir haben auf jeden Fall jetzt hoffentlich mal langsam die finale Version von dem Spiel gesehen. Ja, sie haben sich eigentlich, also man möge mich korrigieren, aber bis auf das Rare-Spiel, wir sehen, dass alle Spiele, die bis Frühjahr 2016 erscheinen sollen. Wir haben gerade Battlefront. Nee, da war auch später, da war auch Holiday 16 zum Beispiel. Stimmt, Gears of War. Gears war Holiday 16, genau, so als einziges. Gears, ja, nicht Gears. Genau, aber ansonsten und auf der Gamescom werden sie halt die anderen Spiele zeigen. Aber Crackdown soll doch auch dieses Jahr erscheinen, oder bin ich da falsch? Ja, haben sie erwähnt, dass es gezeigt wird auf der. Nee, nein, dass es erscheinen soll. Ach so, ja. Glaube ich nicht. Weiß ich gar nicht, weiß ich gar nicht mehr. Quick. Was war das? Aber denn? Eigentlich ist das, ich weiß nicht. Eigentlich ist das. Blöde da. Das Line-Up, glaube ich, für dieses Jahr auch voll. Ich glaube nicht, dass die Crackdown auch noch dieses Jahr raushauen würden, sondern erst so im Frühjahr nächstes aber Mal. Aber jetzt, wo gerade der Tweet hier reinkam, hätte sich ruhig ein bisschen mehr auf diesen neuen Controller fokussieren können. Da hätte ich gern ein bisschen mehr gesehen. Den hätten wir 3-4 Minuten. Ja gut, aber die E3 läuft jetzt ja. Also insofern werden wir viele Informationen bekommen. Ganz cool jetzt. Ja. Also was erfrischend ist, die haben wirklich sich auf Spiele konzentriert. Ich meine, muss man ja auch mal sagen. Das haben sie letztes Jahr aber auch gemacht. Ja, aber ich fand, letztes Jahr war trotzdem immer noch so ein bisschen so. Nee, letztes Jahr haben sie nur Trailer gezeigt zu den Spielen. Ja, aber irgendwie so. Sag mal, wer hat da immer noch seinen doofen Lüfter so lässt? Ist irgendwas. Warum sagt es keiner vorher? Das haben wir doch schon mal gesagt. Ja, da ist es wieder weggedreht. Dann ging es anscheinend. Aber jetzt geht es anscheinend wieder nicht. Ja, manchmal. Kauf dich mal eine Klimaanlage. Aber echt, ey. Was wollte ich sagen? Also, aber. Ja, was denn? Also, ja, man hat. Ja, was ich gerade sagen wollte, ne? Hier mit Spielen und so, eigentlich nur Spiele und den ganzen Philipp-Fans endlich mal komplett rausgekickt. Ich find's bei den, die einzige Philipp-Fans war eigentlich HoloLens, ne? Ja, aber das hatte ja wenigstens etwas mit Videospielen zu tun. Und Kinect kann einziges Mal gezeigt, wie erwartet. Ja, das, ja.